Herzlich willkommen bei Schule der Zukunft. Was treibt mich an? Wohin will ich eigentlich? Und welchen Sinn hat mein Leben? Diese oder ähnliche Fragen stellen sich Jugendliche spätestens ab der Pubertät. Doch die wichtigste von allen, wie finde ich eigentlich eine Antwort auf alle meine Fragen? Eine Möglichkeit, die Tage der Orientierung beim Evangelischen Jugendwerk in Württemberg. Raus aus dem Schulalltag, rein ins Kloster. Das ist heute unser Thema bei Schule der Zukunft. Und hier im Studio begrüße ich Oberkirchenrat Werner Bauer von der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, auch heute unser Bildungsexperte. Und Dorin Dömland, sie ist Pfarrerin und beim Evangelischen Jugendwerk in Württemberg verantwortlich für die Tage der Orientierung. Herzlich willkommen. Ja, Dorin Dömland, was genau verbirgt sich denn hinter diesem Begriff Tage der Orientierung? Tage der Orientierung, das ist eine Tagung für Schülerinnen und Schüler ab 14 Jahren. Die gehen für 2,5 Tage raus aus dem Alltag und rein ins Kloster. Also ins Kloster als einen Tagungsort, der eine ganz eigene Ausstrahlung hat, wo sie sich mit den Fragen nach dem Sinn des Lebens, nach Lebensorientierungsfragen, diese Fragen sich stellen können. Diese Sinnsuche hinter Klostermauern, wie Sie es schön beschreiben, wie attraktiv ist es für Schüler? Wie reagieren Schüler, wenn sie das zum ersten Mal hören, Kloster? Also ich denke, der wesentliche Punkt ist, dass man den Schülern nicht ein Thema vorgibt, womit sie sich jetzt beschäftigen sollen. Dann wird die Beschäftigung mit existenziellen Fragen sehr schwierig, sondern dass diese Sinnsuche als Ziel, die wir haben, ganz nach den eigenen Wünschen der Schüler läuft. Das heißt, wir besuchen die Schüler in ihrer Klasse vorher und lassen sie abstimmen, welches Thema in diesem großen Bereich Lebens- und Glaubensorientierung beschäftigt euch, welches Thema sie sich wünschen für ihre 2,5 Tage auf dieser Tagung. Was sind das beispielsweise für Themen? Also zum Beispiel, was ist der Sinn des Lebens? Wofür lebe ich eigentlich? Oder auch, welcher Glaube trägt mich? Oder auch, wer bin ich eigentlich? Was sind meine Stärken und Schwächen? Aber jetzt muss ich nochmal fragen, wie sexy, ich nehme als einfach mal so einen modernen Begriff, den Schüler auch verwenden, wie sexy ist denn dieser Begriff Kloster? Können die gleich damit was anfangen? Mit dem Begriff Kloster wahrscheinlich erstmal nicht. Da ist dann der Ort, an den man kommt mit seiner eigenen Ausstrahlung, wenn man dort ist, glaube ich, erstmal der wirkt. Aber, also wenn Sie das so sagen wollen, sexy ist, glaube ich, das, was wir als Leitung ohne Lehrer bezeichnen. Die Tagungen werden nicht von den Lehrern geleitet, sondern von Studierenden, die also 5, 6 Jahre älter sind als die Schüler und die viel Erfahrung in der kirchlichen Jugendarbeit mit sich bringen und eine spezielle Schulung für diese Tage der Orientierung. Und diese Persönlichkeiten, die Studierenden, die für das Evangelische Jugendwerk in Württemberg als Honorarkräfte für uns in der Schülerarbeit das durchführen, das ist schon das, was das Geheimnis, glaube ich, dieser Tage der Orientierung ausmacht und was für die Schüler sehr, sehr attraktiv ist, mit diesen Personen als Leitern auf eine Tagung zu gehen. Wie viele Schüler machen das denn pro Schuljahr? Pro Schuljahr haben wir ungefähr im Schnitt 300 bis 400 Schüler. Im Moment sind wir noch nicht so sehr bekannt, deswegen ist es uns auch wichtig, noch weiter bekannt zu werden in Württemberg. Herr Bauer, hätten Sie sich das vorstellen können als Schüler, ins Kloster zu gehen, um sich da mal grundsätzlich mit Ihrem Leben auseinanderzusetzen? Also das, was ich heute mitbekomme, finde ich hochfaszinierend. Und es gab zu meiner Zeit tatsächlich nicht eingeladen zu sein an einen solchen fremden Ort wie ein Kloster. Den Einblick, den Sie jetzt bekommen haben, was würden Sie sagen? Was lernen Schüler hinter diesen Klostermauern, was sie in der Schule nicht lernen? Ja, alles andere als eingesperrt sein. Im Gegenteil, sie finden einen Raum, in dem sie vorkommen, ihre Fragen. Und das Zweite, sie begegnen Menschen, jungen Menschen, die sich Zeit nehmen und sich diesen ihren Fragen stellen und nicht vorschnell mit Antworten kommen, sondern glaube, so habe ich das auch verstanden und gehört, von der Frage der Jugendlichen ausgehen. Ja, raus aus dem Schulalltag, rein ins Kloster. Jetzt haben wir schon viel darüber gehört. Wer sich darunter noch nichts vorstellen kann, wir waren mit der Kamera dabei. Schüler Daniel hält seine Augen fest verschlossen. Seine Klassenkameradin Lydia führt ihn durchs Klostergelände. Vertrauen ist dabei besonders wichtig. Man ist ja schon ziemlich angewiesen auf die andere Person. Und ich habe teilweise nicht ganz gewusst, ob ich gleich hinknall oder gegen eine Wand laufe. Aber ja,
ich glaube, die Lydia hat das schon ganz gut hingekriegt. Ich habe mir schon irgendwie gedacht, jetzt fühlt er mich irgendwie ein Arsch der Welt, weil ich irgendwie auch nicht wusste, wo ich genau hinlaufe. Aber ich habe ihm auch vertraut und habe auch gedacht, ja, es klappt schon. Die Zehntklässler tauschen für 2,5 Tage das Klassenzimmer mit dem Kloster. Theologiestudenten begleiten die Schüler in dieser Zeit. Sie bereiten das Thema der Orientierungstage Liebe, Partnerschaft und Sexualität vor. Ich sehe die Tage der Orientierung als was, wo ich die Möglichkeit habe, eben meinen späteren Beruf, ich möchte Lehrer werden, schon mal in gewisser Weise zu erproben und auch Schülern was weiterzugeben, auch ein Stück weit ihnen zu helfen, sich selbst Gedanken zu machen über ihr persönliches Leben, über ihre Zukunft. Wie wichtig ist das Äußere des Partners? Darf man Sex vor der Ehe haben? Über solche Fragen kommen die Schüler ins Gespräch, tauschen sich aus und finden ihre eigenen Positionen. Schülerin Anna genießt die Zeit im Kloster. Es hat die Klassengemeinschaft total gestärkt, finde ich. Es ist halt, ja, wir können jetzt, glaube ich, auch viel offener miteinander reden, aber ich kann auch jetzt irgendwie anders damit umgehen, weil ich mich halt jetzt nicht nur so auch vielleicht mit Texten beschäftigt habe, sondern auch so einfach jetzt praktisch und rumgelaufen bin und eben ganz viel diskutiert habe. Und ja, es ist halt viel erweitert und ich denke mal, wenn ich jetzt zurückgehen werde und andere Freunde mich fragen werden, dann werde ich auch irgendwie offener drüber reden können und eben ja auch denen vielleicht was sagen können oder erklären können oder sowas. Die 2,5 Tage Klosterleben enden für Anna und ihre Klassenkameraden mit einem Gottesdienst. Ein spiritueller Abschied nach vielen neuen Eindrücken und Erlebnissen. Ja, man hört es ja oft, Werner Bauer, Schüler, die nach der Schule nicht so richtig wissen, wo es hingehen soll oder nach dem Abitur erst mal ins Ausland gehen für ein Jahr, um sich selbst zu finden. Was haben Sie für einen Eindruck, was verunsichert die Jugendlichen heutzutage? Ich denke, unsere Gesellschaft bietet eine solche Fülle von Möglichkeiten, eine Fülle von Lebensmöglichkeiten. Und jetzt sich entscheiden für eine unter den vielen, das ist nicht einfach, das fällt Erwachsenen schwer. Und in der Stelle Begleitung zu erfahren, sagen, wie und für was man sich entscheiden kann, was im Leben trägt, das ist, denke ich, nochmal eine ganz besondere Aufgabe, der wir auch als Kirche, als evangelische Kirche nachkommen wollen und nachkommen müssen. Wer ist an den Schulen normalerweise für die Schüler da, also wenn es nicht die Tage der Orientierung gibt, im Schulalltag sozusagen? Gut, da ist natürlich jeder Lehrer, jede Lehrerin, jede Klassenlehrerin. Ganz besonders sind es unsere Religionspädagoginnen, die Religionslehrer, die sich in ihrem Unterricht, der immer auch den Freiraum für diese Fragen lässt, diesen Fragen stellen und Jugendliche, Kinder und Jugendliche Begleiter, wichtige Begleiter und Begleiterinnen sind. Dorin Dömland, was haben Sie für einen Eindruck? Welche Sorgen tragen die Schüler mit sich rum? Das ist auf erstens die Frage nach der Identität, glaube ich. Also diese Frage, wer bin ich als Einzelner, wer bin ich in der Gruppe, das ist was, was Schüler im Teenie-Alter sehr beschäftigt. Und gerade diese Frage nach den Stärken und Schwächen und wohin will ich mit meinen Stärken und Schwächen, wie komme ich zurecht gerade mit meinen Schwächen, das sind Themen, die die Schüler beschäftigen. Und wir erleben es immer wieder, dass auf den Tagen der Orientierung die Möglichkeit ist, auch in einem ganz seelsorglichen Sinne sich zu öffnen, gerade unseren Studierenden, die die Tagungen leiten, gegenüber, weil die für diesen sehr begrenzten Zeitraum da sind, ganz da sind, vielleicht auch ein gewisses Vorbild sind, weil sie 5, 6 Jahre älter sind und bei diesen sehr erlebnis- und gruppenpädagogischen Angeboten, mit denen wir die Themen behandeln, ist es sehr leicht möglich, dass die Schüler sich zum Beispiel abends auf einer Nachtwanderung, wenn das Thema Sinn des Lebens den ganzen Tag begleitet hat, dass sie dann abends einem Teamer gegenüber sagen, ja, und für mich ist der Sinn des Lebens immer noch unklar, was sagst du dazu? Und sich in diesem Gespräch, in diesem Einzelgespräch dann auch mit ihren eigenen Fragen und Problemen öffnen. Das heißt, da bleibt auch Zeit, um auf den Einzelnen einzugehen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Welche Rolle spielt der Glaube bei diesen Tagen der Orientierung? Ja, der Glaube, also wir sind die evangelische Schülerarbeit im Evangelischen Jugendwerk in Württemberg und wir bieten diese Tagungen auf dem Boden des Glaubens an. Unsere Teamer, die sind gesprächsfähig über ihren eigenen Glauben mit allen Fragen und Zweifeln. Die gehören auch dazu, aber sie sind sehr gesprächsfähig. Und insofern ist der Glaube praktisch ein Band, was diese ganze Tagung durchzieht in
der Persönlichkeit der Teamerinnen und Teamer, die die Tagung leiten. Und gleichzeitig werden immer wieder zu den Themen, die die Schüler gewählt haben, Impulse auf dem Boden des Glaubens gesetzt. Wie zum Beispiel ein Abendimpuls in einer kleinen Kapelle, zu der man dann hinwandert gemeinsam. Ist dann der Glaube etwas, was missionarisch betrieben wird bei diesen Tagen? Oder gibt es da auch Raum für Zweifel? Ja, überhaupt nicht missionarisch, sondern in dem Sinne als Angebot, dass die Teamerinnen und Teamer mit ihrem Glauben, mit allen Fragen und Zweifeln da sind und zum Gespräch zur Verfügung stehen. Wir wollen die Schülerinnen und Schüler begleiten, auf diesem Weg Orientierung im Leben und Glauben zu finden. Und wir wollen offen sein für alle Fragen. Wir sind auch offen für alle Konfessionen, für alle Glaubensrichtungen der Schüler. Es müssen nicht nur evangelische Schüler teilnehmen, sondern wir würden das gern für alle Schüler anbieten. Und der Glaube ist ja auch nichts Bedrängendes, sondern er führt in die Freiheit, er eröffnet Lebensperspektiven. Diese zu entdecken bei einem Fundament, das trägt, das Hoffnung gibt, das ist, denke ich, allemal gut, Kindern und Jugendlichen dieses Angebot zu machen. Wieso ist das so wichtig für unsere Gemeinschaft? Nicht nur die Schule bildet, und Bildung ist mehr als Schule. Wir brauchen die unterschiedlichsten Lebensbereiche, Partner, um Kinder und Jugendlichen das Rüstzeug mitzugeben für ihr Leben. Jugendarbeit ist eine wichtige Bildungsarbeit. Außerschulische Bildung ist Alltagsbildung, die es dringend braucht, heute dringender denn je wieder. Früher gab es selbstverständlich diese Bildung bei in dem Lebenskontext der jungen Menschen. Heute zerfallen sie in unterschiedliche Bildungswelten und Lebenswelten. Deshalb Schule und außerschulische Bildung gehört zusammen. Eine Frage bleibt zum Schluss, Dorin Dömland. Wenn unsere Zuschauer jetzt Feuer gefangen haben, wenn sie sich interessieren für die Tage der Orientierung, wo bekommen sie Infos? Ja, wir werben zurzeit mit diesem Flyer und wir haben auch eine eigene Homepage natürlich, www.schülerarbeit.ue.de/tdo. Da findet man alle wesentlichen Informationen. Gut, da gibt es weitere Infos. Ja, die Tage der Orientierung sind eine Möglichkeit, Schülern Orientierung zu geben, Hilfe zu geben bei der Suche nach dem Sinn. Das haben wir heute gelernt. Das war es für dieses Mal bei Schule der Zukunft. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.